Vielleicht haben Sie schon mal von der sogenannten Dirac-Funktion Delta gehört. In der angewandten Mathematik, zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften, wird die Dirac-Funktion typischerweise heuristisch folgendermaßen eingeführt. Zunächst lernt man, dass, wenn man die Dirac-Funktion über die ganze reelle Achse integriert, 1 rauskommt. Dann erfährt man, dass die Dirac-Funktion überall außer an der Stelle 0 den Wert 0 hat. Da wird man zum ersten Mal stutzig, denn eine Funktion, die überall außer an einer Stelle 0 ist, muss natürlich als Integral auch den Wert 0 haben. Was anderes ist gar nicht möglich. Das wird dann typischerweise dadurch erklärt, etwas mystisch, dass an der Stelle 0 die Dirac-Funktion den Wert unendlich haben soll. Was natürlich mathematisch auch unsinnig ist, denn dann wäre es keine reellwertige Funktion, unendlich ist keine reelle Zahl und das Integral wäre gar nicht definiert. Eine andere visuelle Erklärung ist, dass man sich vorstellt, man hätte eine Folge von Glockenfunktionen, die alle das Integral 1 haben, also die Fläche unter der Kurve ist immer 1 und diese Glockenfunktionen werden nach und nach immer schmaler und konvergieren dann gegen diese Dirac-Funktion, die am Ende keine Glocke mehr ist, sondern genau das Ding, was da oben steht, überall 0, nur in der Mitte bei der 0 hat sie den Wert unendlich. Das ist auch eine ganz hübsche Vorstellung, aber es funktioniert auch mathematisch nicht, weil diese Konvergenz nicht existiert. Und selbst wenn man das alles irgendwie glauben würde, dann kommt das nächste Problem. Mit dieser Dirac-Funktion wird ja auch gearbeitet und zum Beispiel lernt man dann, dass 42 mal die Dirac-Funktion das Integral 42 hat. Das heißt, man müsste mit diesem Funktionswert unendlich, dieser umgekippten 8, auch irgendwie rechnen können. 42 mal die Dirac-Funktion müsste dann ja bei 0 den Funktionswert 42 mal unendlich haben, was immer das bedeutet. Also wie auch immer man das dreht und wendet, das Ding ist keine Funktion und ergibt so, wie es eingeführt wird, mathematisch keinen Sinn. Wenn man den Namen Paul Dirac schon mal gehört hat, kann man sich vielleicht denken, dass dieses Objekt ursprünglich aus der Physik kommt und die Physiker haben damit auch schon recht lange erfolgreich rumgerechnet, ohne dass so richtig klar war, was es eigentlich sein sollte. Was auf jeden Fall klar war, war, eine Funktion ist es nicht und man muss fairerweise sagen, das wird auch nicht immer Dirac-Funktion genannt. Manchmal nennt man es auch Dirac-Stoß oder Dirac-Puls oder Dirac-Impuls. Da gibt es verschiedene Namen. Auf jeden Fall fehlte lange Zeit dafür eine vernünftige mathematische Theorie. Diese fehlende Theorie hat dann schließlich der französische Mathematiker Laurent Schwartz im Wesentlichen geliefert und das ist die Theorie der sogenannten Distributionen, die man manchmal auch verallgemeinerte Funktionen nennt. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich möchte ganz grob, ohne ins Detail zu gehen, erklären, was Distributionen eigentlich sind, inwieweit sie sich von Funktionen unterscheiden und warum man sie teilweise wie Funktionen behandeln kann. Und im Zuge dieses Videos wird dann hoffentlich auch klar werden, was genau die Dirac-Funktion in Häkchen eigentlich ist und was man mit ihr anstellen kann. Und wir fangen mal ganz vorne an und fragen erstmal ganz genau, was eigentlich eine Funktion ist. Und die Antwort, die Mathematiker geben würden, ist, eine Funktion ist eine Relation, also eine Menge von geordneten Paaren, die rechtseindeutig ist. Und rechtseindeutig meint, dass es keine zwei verschiedenen Paare gibt in dieser Menge, in dieser Relation, deren erste Komponenten identisch sind. Beispiel, ich habe hier zwei Mengen von Paaren, zwei Relationen f und g. G ist keine Funktion, denn sie enthält zwei Paare, 42,01 und 42,8, die verschieden sind, die aber dieselbe erste Komponente, nämlich 42, haben. F hingegen ist nach dieser Definition eine Funktion. Und die wesentliche Aufgabe von Funktionen ist, dass sie Werte zuordnet. Und zwar macht sie das mit Hilfe dieser Paare. Zum Beispiel kann man sagen, der Wert von 42 ist 0,1, weil nämlich 42 und 0,1 durch dieses Paar zusammengehören. Und diese eindeutige Zuordnung von Werten ist natürlich nur möglich durch die Rechtseindeutigkeit, denn dieses Objekt G, was ich da als Beispiel genommen habe, könnte der 42 keinen eindeutigen Wert zuordnen. Das könnte 0,1 oder 8 sein. Also, das ist das, was man in der Mathematik unter einer Funktion versteht. Und es muss auch gar nicht unbedingt um Zahlen gehen, man kann alle möglichen Funktionen definieren. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, man könnte
die Potenzmenge der natürlichen Zahlen auf sich selbst abbilden und jeder Menge ihr Komplement zuordnen. Damit würde zum Beispiel der Menge der geraden Zahlen die Menge der ungeraden Zahlen zugeordnet werden und so weiter. Heute wird es aber in diesem Video hauptsächlich um Analysis gehen und in der Analysis geht es natürlich in erster Linie um Funktionen, die Zahlen auf Zahlen und zwar konkret reelle Zahlen auf reelle Zahlen abbilden. Wir werden uns also für den Rest des Videos mit solchen Funktionen beschäftigen und weil es ja nur um Beispiele gehen soll, werden wir uns auch nur mit Funktionen beschäftigen, deren Definitionsbereich das Intervall von minus 1 bis 1 ist. Sie können sich denken, dass man die Theorie dann später auch für beliebige Intervalle, zum Beispiel auch für die Menge aller reellen Zahlen, verwenden kann. Und wir werden in diesem Video uns diverse Klassen von Funktionen und von funktionsähnlichen Objekten anschauen, die im gewissen Sinne eine Hierarchie bilden. Ich habe hier schon mal quasi als Inhaltsverzeichnis die Klassen aufgezeichnet, die wir uns anschauen werden. Wir fangen oben an mit den analytischen Funktionen und die Idee ist, je weiter wir nach unten gehen, desto mehr Funktionseigenschaften verlieren wir, bis wir in der Mitte dann schon gar nicht mehr bei Funktionen im mathematischen Sinne sind und irgendwann landen wir dann in der vorletzten Zeile bei den Distributionen, um die es eigentlich gehen soll. Die beiden grauen Zeilen habe ich hier nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben, über die werde ich nicht so viel sagen. Ich werde also zunächst auf die ersten vier Zeilen eingehen und dann in erster Linie auf die Distributionen. Und ich sage jetzt schon mal, da werde ich später nochmal ein paar Sätze zu sagen, dieser Stern am Rand steht für Dualräume und darum wäre es ganz gut, wenn Sie schon mal was von Dualräumen gehört hätten. Es gibt in diesem Kanal ein Video, in dem ein bisschen was darüber gesagt wird. Da kommen Sie zum Beispiel hin, wenn Sie oben rechts auf das Symbol klicken. Okay, wir fangen mal an mit den sogenannten analytischen Funktionen. Man nennt eine Funktion analytisch in einem Punkt x0, wenn es in diesem Punkt x0 eine Potenzreihe gibt, die in einer Umgebung von x0 mit f von x übereinstimmt, das heißt gegen f von x konvergiert. Sie muss also nicht nur in diesem Punkt, sondern in einer ganzen offenen Menge um den Punkt herum mit der Funktion übereinstimmen. Und wie das so üblich ist, nennt man eine Funktion dann einfach analytisch, wenn sie in jedem Punkt ihres Definitionsbereichs analytisch ist. Das klingt jetzt sehr technisch, aber diese Eigenschaft, analytisch zu sein, haben viele Funktionen, mit denen wir es täglich zu tun haben. Hier mal nur drei Beispiele. Ganz links, Polynome sind natürlich analytische Funktionen, weil sie ihre eigene Potenzreihe sind. Die brechen halt irgendwann einfach ab, die Potenzreihen. Oder die trigonometrischen Funktionen wie Sinus oder Cosinus, für die kennen wir Potenzreihen. Für die Exponentialfunktionen kennen wir eine Potenzreihe und so weiter und so fort. Die analytischen Funktionen sind im gewissen Sinne die allerangenehmsten Funktionen, weil sie in sich quasi alles vereinen, was eine Funktion an schönen Eigenschaften haben kann. Und von diesen schönen Eigenschaften habe ich hier mal ein paar aufgeführt. Als erstes natürlich, weil es Funktionen sind, bilden sie Zahlen auf Zahlen ab. Wenn ich zum Beispiel die Sinusfunktion habe, kann ich die Zahl Pi einsetzen und da kommt 0 raus. Das ist ja das, was wir vorhin gesehen haben, was Funktionen eigentlich machen. Aber man kann mit analytischen Funktionen noch wesentlich mehr machen. Beispielsweise kann man analytische Funktionen addieren, dann kommt wieder eine analytische Funktion raus. Oder man kann sie mit reellen Zahlen multiplizieren, dann kommt auch wieder eine analytische Funktion raus. Das bedeutet, man kann analytische Funktionen als einen Vektorraum betrachten und mit ihnen rechnen wie mit Vektoren. Man kann analytische Funktionen punktweise multiplizieren, dann kommt auch wieder eine analytische Funktion raus. Ich habe jetzt nicht extra aufgeschrieben, dass man sie auch dividieren kann. Das funktioniert auch im Allgemeinen, wenn man nicht gerade durch 0 teilt. Man kann analytische Funktionen komponieren, das heißt hintereinander schalten und bekommt dadurch auch wieder eine analytische Funktion. Man kann analytische Funktionen differenzieren und zwar beliebig oft, einmal, zweimal, dreimal, so oft man will und erhält als Ergebnis immer wieder analytische Funktionen. Und man kann analytische Funktionen auch integrieren und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man mit analytischen Funktionen machen kann. Man kann sie falten, man kann eine Fourier-Transformation auf sie anwenden und, und. Der wesentliche Gedanke hinter der Einführung von verallgemeinerten Funktionen später ist nun, dass man möglichst viele der Eigenschaften, die hier stehen, rüberretten will. Außer der ersten, darum ist sie auch in Grau dahingeschrieben, das wird auf jeden Fall nicht mehr klappen. Die eigentliche Eigenschaft einer Funktion, Zahlen auf Zahlen abzubilden, werden wir verlieren. Aber unser Ziel wird sein, viele andere Dinge, die man mit Funktionen machen kann, zu behalten.
Das ist der Grundgedanke, der hinter der Einführung der verallgemeinerten Funktionen steht. So, wir schauen uns mal die nächste Klasse von Funktionen an. Das sind die sogenannten Testfunktionen. Da gibt man so ein ganz bisschen auf. Man nimmt Funktionen, die nicht mehr analytisch sind, sondern glatt. Das heißt, sie sind unendlich oft differenzierbar, wie die analytischen, aber eventuell nicht überall in eine Potenzreihe entwickelbar. Und man nimmt noch etwas dazu. Für unser konkretes Intervall von minus 1 bis 1 nimmt man noch hinzu, dass am Rande die Funktion zu 0 werden muss. Das heißt, es muss um die beiden Randstellen minus 1 und 1 herum kleine Umgebungen geben, in denen die Funktion verschwindet. Falls Ihnen das zu abstrakt ist, hier mal ein Beispiel. Diese Funktion hier, die zwischen minus b und b eine Exponentialfunktion ist und am Rande 0, das wäre eine Testfunktion. Und ich habe unten mal als Anmerkung hingeschrieben, diese Funktion ist nicht analytisch. Sie ist unendlich oft differenzierbar, aber sie ist nicht analytisch. Tatsächlich ist das sogar das Standardbeispiel, was man in Vorlesungen öfter hört, für Funktionen, die nicht analytisch sind, die sich also in dem Punkt b und im Punkt minus b nicht in eine Potenzreihe entwickeln lassen, die gegen f konvergiert. Aber das wäre ein Beispiel für eine Testfunktion. Diese Testfunktionen, weil sie unendlich oft differenzierbar sind, haben im Großen und Ganzen dieselben guten Eigenschaften wie die analytischen Funktionen. Das heißt, man erweitert im gewissen Sinne die Klasse der Funktionen, man lässt ein bisschen mehr zu und verliert nicht allzu viel. Man hat immer noch Funktionen mit sehr vielen, sehr schönen Eigenschaften. So, jetzt kann man exemplarisch noch mehr Eigenschaften aufgeben. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung und nehme den Raum der stetigen Funktionen. Ich gehe davon aus, dass allen klar ist, was stetige Funktionen sind. Und ich habe hier mal als Beispiel drei stetige Funktionen genommen, die nicht Testfunktionen sind und die auch nicht glatt sind. Die erste Funktion, der Betrag, ist nicht differenzierbar. Die zweite Funktion ist einmal differenzierbar, aber die Ableitung ist nicht mehr differenzierbar. Und die dritte Funktion ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Funktion zwar differenzierbar ist, ihre Ableitung aber nicht mal mehr stetig ist. Also stetige Funktionen haben immer noch eine Reihe von ganz netten Eigenschaften, aber sie haben weniger gute Eigenschaften als die Klasse vorher. Eine Sache, die natürlich ganz offensichtlich ist, wie sieht man an den Beispielen hier, stetige Funktionen lassen sich zum Beispiel nicht differenzieren. So, und jetzt erweitern wir nochmal den Raum der möglichen Funktionen und gehen über zu den sogenannten quadratintegrierbaren Funktionen. Quadratintegrierbar nennt man eine Funktion auf unserem Intervall von minus 1 bis 1, wenn das Integral des Quadrates der Funktion über dieses Intervall existiert und endlich ist. Und für die Menge all dieser Funktionen, die so diese Eigenschaft haben, schreibt man so ein geschwungenes L. Das steht für Lebesgue mit einer 2 obendran, das steht für das Quadrat und dem Intervall dahinter. Hier mal drei Beispiele für solche quadratintegrierbaren Funktionen, die nicht mal stetig sind. Ein Beispiel links ist einfach so eine Sprungfunktion, die ist durch den Sprung nicht stetig, aber natürlich ist sie quadratintegrierbar. Das zweite Beispiel ist die Funktion in der Mitte, die bei 0 einen Pol hat, ist auch nicht stetig, hat eine Asymptote, aber die Funktion ist so gebaut, dass ihr Quadrat schnell genug gegen die Asymptote konvergiert, sodass die Fläche unter der Kurve, zumindest im Sinne des Lebesgue-Integrals, tatsächlich existiert. Und in dieser Klasse der Funktionen sind auch ganz wilde Funktionen drin, wie rechts zum Beispiel die Dirichlet-Funktion, die Indikatorfunktion der rationalen Zahlen, die 1 ist, wenn x eine rationale Zahl ist und 0, wenn x eine irrationale Zahl ist. Die kann man natürlich gar nicht zeichnen, das ist jetzt nur so eine Idee einer Grafik da. Das ist eine Funktion, die hochgradig nicht stetig ist, aber sie ist zumindest im Sinne der Lebesgue'schen Theorie integrierbar. Dieser Raum mit dem geschwungenen L ist nicht genau der, mit dem man typischerweise arbeitet. Man arbeitet stattdessen mit einem Raum, der so ähnlich geschrieben wird, mit einem normalen L. Und den Unterschied will ich jetzt mal erklären. Man definiert die Menge n aller Funktionen, die auf unserem Intervall fast überall 0 sind. Das heißt, sie sind quadratintegrierbar, aber wenn man das Integral berechnet, dann kommt 0 raus. Und wenn man nun zwei Funktionen f und g aus unserer Menge betrachtet, also zwei quadratintegrierbare Funktionen, deren Differenz aus dieser Menge n ist, das heißt zwei Funktionen, die sich nur auf einer Nullmenge unterscheiden, dann sind die beiden Integrale, die hier stehen, gleich. Das verstehen Sie, wenn Sie schon mal was vom Lebesgue-Integral gehört haben. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht haben will, weil man nämlich gerne aus diesem Raum der Funktionen einen Vektorraum machen möchte mit einer Norm, also einen normierten Raum, damit man
diverse Dinge damit anstellen kann. Und wenn die Integrale gleich wären, würde man keine Norm hinbekommen. Darum macht man das Folgende. Man teilt den ursprünglichen Raum durch diese Menge n. Das heißt, man bildet den sogenannten Faktorraum und erhält dann die Menge, die man mit dem normalen L schreibt. Das ist der sogenannte L2-Raum und das ist dann tatsächlich ein normierter Raum und in diesem Fall sogar ein Hilbert-Raum mit sehr vielen angenehmen Eigenschaften. Allerdings, und das ist für das, worum es in diesem Video geht, ganz entscheidend, was man verloren hat, ist die Eigenschaft, dass es sich noch um Funktionen handelt. Denn durch das Bilden des Faktorraums sind die Elemente von L2 nun nicht mehr Funktionen, sondern Äquivalenzklassen von Funktionen. Und aufgrund unserer Vorüberlegungen ist klar, dass es für ein Element von L2 keinen Sinn ergibt, vom Funktionswert an einer bestimmten Stelle zu sprechen. Das heißt, man kann mit diesen Funktionen noch eine ganze Reihe von Dingen machen, zum Beispiel Integrale bilden und rumrechnen und man kann sie addieren und so weiter. Aber man kann diese Dinger nicht mehr fragen, welchen Funktionswert hast du an einer bestimmten Stelle. Wir haben also im gewissen Sinne jetzt eine Grenze überschritten und arbeiten schon mit funktionsähnlichen Objekten, die im klassischen mathematischen Sinne keine Funktionen mehr sind, obwohl man sie zum Beispiel beim Integrieren noch wie Funktionen behandeln kann. Und auf das Integrieren möchte ich nochmal zurückkommen. Ich möchte nochmal erinnern an das Video, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, über die Dualräume. Da haben wir gelernt, wenn ich den Dualraum von L2 betrachte, dann betrachte ich ja die Menge der Funktionale, also die Menge der linearen Abbildung t, in die ich quadratintegrierbare Funktionen f einsetzen kann, sodass dann jeweils eine reelle Zahl rauskommen muss. Und wir haben gelernt in diesem erwähnten Video, dass sich alle Funktionale in dem Dualraum zu L2 darstellen lassen als Integrale, so wie das hier steht. Und zwar so, dass g selbst auch wieder eine quadratintegrierbare Funktion ist. Und wir haben dann von der sogenannten dualen Paarung gesprochen. Wir haben immer eine quadratintegrierbare Funktion f genommen und ein Funktional und haben die beiden gepaart. Wir haben dann aber, das nennt man im Englischen Abuse of Notation, Notationsmissbrauch, für das Funktional gar nicht mehr wieder oben groß t geschrieben, sondern haben stattdessen klein g geschrieben. Das heißt, wir haben diese, wenn Sie so wollen, induzierende Funktion g als Stellvertreter für das Funktional genommen. Das heißt, in der Paarung sieht das so aus, als hätten wir zwei gleichberechtigte Objekte. Und im gewissen Sinne ist das auch so. Man sagt, dass dieser Raum L2 zu sich selbst dual ist. Entscheidend für das weitere Vorgehen sind hier zwei Dinge. Zunächst sehen wir, dass wir hier angefangen haben, mit den Dualräumen zu arbeiten, was wir vorher in den Klassen von Funktionen, die wir betrachtet haben, nicht gemacht haben. Und zweitens sehen wir, dass die Paarungen, die hier entstehen, über Integrale definiert sind. Und das werden wir jetzt sozusagen im Analogieschluss fortsetzen bei der Definition der Distribution. Das heißt, da werden auch wieder solche Integrale auftauchen, obwohl die dann eine etwas andere Bedeutung bekommen werden. Ich zeige nochmal diese Übersicht, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Wir haben jetzt die ersten vier Punkte abgearbeitet. Jetzt wird vielleicht ein bisschen deutlicher, was mit diesen Dualräumen da unten gemeint ist. Sie sehen vielleicht, dass diese Tabelle im gewissen Sinne symmetrisch ist. In der Mitte steht L2. Das ist die Klasse von Funktionen, die zu sich selbst dual ist, wie ich eben erklärt habe. Und die anderen sind jeweils spiegelbildlich dual zueinander. Das heißt, der Dualraum zu den stetigen Funktionen ist dieser Raum hier. Der Dualraum zu den Testfunktionen ist der Raum, um den geht es uns eigentlich. Und der Dualraum zu den analytischen Funktionen ist der hier ganz unten. Ich werde nichts weiter sagen zu den beiden grauen Zeilen, außer dass man bei den stetigen Funktionen die sogenannten endlichen Borel-Maße bekommt. Und bei den analytischen Funktionen die sogenannten Hyperfunktionen. Die werden aber für den Rest des Videos keine Rolle mehr spielen, sondern wir schauen uns jetzt den Dualraum der Testfunktionen an. Das werden dann die sogenannten Distributionen werden. Also der Dualraum des Raums der Testfunktionen, der besteht ja nach Definition, Sie erinnern sich, aus den Funktionalen, die Testfunktionen linear auf reelle Zahlen abbilden. Eine Möglichkeit, so ein Funktional zu bauen, ist wieder mit Integralen. Das heißt, man nimmt sich eine Testfunktion g und schreibt dann so ein Integral hin, wie wir das eben schon mal hatten beim L2-Raum. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt, für jede Testfunktion bekommen wir ein Funktional. Bei L2 war das so, dass das schon alle Funktionale sind, die es überhaupt gibt. In diesem Fall ist das nicht so.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich Funktionale zu bauen. Zum Beispiel könnte ich ein Funktional bauen, das so aussieht, dass es einfach dadurch definiert, dass wenn ich f einsetze, dass jeweils f0 herauskommt. Das ist auch ein Funktional und das lässt sich nicht wie da oben durch ein Integral darstellen. Tatsächlich ist dieses Funktional genau das, was man später die Dirac-Distribution nennen wird. Und das, was wir auf der ersten Folie des Videos gesehen haben, ist nichts weiter als ein weiterer Notationsmissbrauch. Wir paaren jetzt wieder, ganz üblich, die Testfunktionen mit den Funktionalen und schreiben das so hin wie hier. Das, was links steht, ist völlig okay. Das ist die übliche Schreibweise für die Paarung. Das ist das, was mit der Paarung gemeint ist. Funktional wird auf die Funktion angewendet. Dies hier rechts hingegen ist nur eine Analogie. Das ist, wenn Sie so wollen, nicht wirklich so gemeint, sondern nur um zu zeigen, dass da sowas Ähnliches abläuft wie beim Integrieren. Das heißt, das, was da rechts steht, ist nicht so gemeint wie das klassische Lebesgue-Integral, kann gar nicht so gemeint sein, weil dieses Delta gar nicht existiert, sondern das ist so gemeint, dass das eigentlich nur eine andere Schreibweise ist für T-Delta angewendet auf F. Und man schreibt das in dieser Integralform hin, weil es halt viele Ähnlichkeiten zu dem da oben hat, aber man darf nicht vergessen, eigentlich ist damit gemeint, Delta ist ein lineares Funktional. Und die Definition dafür, was Distributionen sind, ist dann ganz einfach. Die Elemente des Dualraums der Testfunktion nennt man Distributionen oder manchmal sagt man auch verallgemeinerte Funktionen dazu. Also zum Beispiel dieses Delta, was wir auf der Folie vorher gesehen haben, ist eine Distribution, die Delta- oder Dirac-Distribution. Und das ist das Ding, was wir am Anfang des Vortrags gesehen haben. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, inwieweit es sinnvoll ist, hier von verallgemeinerten Funktionen zu sprechen. Bei dem L2-Raum, der zu sich selbst dual ist, haben wir gesehen, dass es sehr sinnvoll ist, bei den Funktionalen so zu tun, als wären das selbst quadratintegrierbare Funktionen, weil es einen Isomorphismus zwischen beiden gibt, weil der Raum zu sich selbst dual ist. Hier ist das nicht ganz so, aber man hat zumindest eine ganz gute Eigenschaft, die einem hilft, sowas Ähnliches zu machen. Die Funktionale, die durch Testfunktionen induziert werden, das heißt die, die wirklich durch solche Integrale definiert werden, wie dieses Ding hier, liegen in der entsprechenden Topologie dicht im Raum aller Distributionen. Das heißt, die spielen ganz grob gesagt so eine Rolle, wie die Menge der rationalen Zahlen in der Menge der reellen Zahlen spielt. Das sind sehr viel weniger, aber sie liegen topologisch dicht da drin und das hat zur Konsequenz, erinnern Sie sich vielleicht an die Rolle der rationalen Zahlen, wenn Sie eine Funktion haben, die auf allen rationalen Zahlen definiert ist, dann gibt es nur eine eindeutige Möglichkeit, diese Funktion stetig fortzusetzen auf ganz R. Und so ist das mit den Distributionen auch. Wenn Sie eine Operation haben, die für alle durch Testfunktionen induzierte Funktionale definiert ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wenn überhaupt, sie stetig auf alle Distributionen fortzusetzen. Und das bedeutet, dass es in vielen Situationen möglich und legitim ist, Dinge, die man mit Testfunktionen machen kann, zu erweitern auf etwas, was man mit allen Distributionen machen kann. In dem Sinne kann man dann diese Distributionen wie Funktionen behandeln. Das erste Beispiel haben wir schon gesehen, man behandelt die Distributionen beim Integrieren wie Funktionen. Und ein Beispiel will ich Ihnen nochmal zeigen, nämlich das Ableiten. Man kann Distributionen auch ableiten und da macht man dann auch wieder so einen Analogieschluss. Das heißt, man fängt wieder an mit den Funktionalen, die von den Testfunktionen kommen, guckt, wie bei denen das Ableiten funktioniert und überträgt dann das einfach auf die Distribution. Also, ich habe es hier schon mal hingeschrieben. Wir haben eine Testfunktion g und dazu das Funktional nennen wir einfach immer tg. Und wir würden jetzt gern wissen, wie das Funktional t von g' arbeitet. Also schreiben wir das einfach mal hin. Die Paarung fg' bzw. das Funktional tg' angewendet auf f ist nach Definition das Integral von minus 1 bis 1 von f von x mal g' von x dx. Und jetzt fällt Ihnen, wenn Sie das sehen, vielleicht die partielle Integration ein. Wenn Sie das mit partieller Integration ausrechnen, das Integral, dann kommt das hier raus. Und an dieser Stelle ist natürlich wichtig, dass wir es mit Testfunktionen zu tun haben, die nach Definition an den Stellen 1 und minus 1 verschwinden müssen. Das heißt, das, was da in eckigen Klammern steht, ist 0. Darum kommt das hier raus. Und das, was da unten jetzt steht, ist bis auf Vertauschung des Differenzierens das gleiche wie oben, nur dass da jetzt ein Minuszeichen davor steht.
Das heißt, was wir hier ausgerechnet haben, ist minus tg von f' beziehungsweise minus die Paarung f'g. Das können Sie nun folgendermaßen lesen. Das Funktional tg' wirkt auf eine Testfunktion f genauso, wie das Funktional tg auf die Ableitung dieser Testfunktion wirken würde, nur mit einem Minus davor. Und das ist nun eine Situation, wie ich eben schon gesagt habe, die man 1:1 auf Distributionen übertragen kann. Das heißt, das, was für die Testfunktionen klappt, überträgt man einfach auf alle Distributionen. Beispielsweise für die Delta-Distribution, für die Dirac-Distribution würde das dann heißen, dass die Paarung f Delta' das gleiche ist wie die Paarung minus f' Delta. Und damit ist definiert, was Delta' mit Testfunktionen macht. Und damit ist definiert, was Delta' ist. Das heißt, wir wissen jetzt, was die Ableitung der Dirac-Distribution ist. Wir können uns das mal am konkreten Beispiel anschauen. Wenn ich die Dirac-Funktion nehme und die mit der Funktion e hoch 2x multipliziere und das integriere, dann wissen wir ja schon, was rauskommt. Denken Sie dran, dieses Integral ist nur ein Notationsmissbrauch. Damit ist gemeint, das, was die Delta-Distribution mit der Funktion macht. Und was macht sie mit der Funktion? Sie pickt den Funktionswert an der Stelle 0 raus. Das heißt, wir setzen in e hoch 2x für x 0 ein. Das ist e hoch 2 mal 0, also 1. Und jetzt wollen wir wissen, was passiert, wenn ich das Gleiche mit Delta' mache. Und da oben steht ja, was dann passieren muss. Ich muss einfach den Strich sozusagen, den Ableitungsstrich auf die andere Funktion rüberziehen und ein Minus davor schreiben. Minus davor geschrieben, Strich auf die andere Seite gezogen. Das heißt, jetzt wird stattdessen e hoch 2x abgeleitet. Die Ableitung davon ist nach der Kettenregel 2 mal e hoch 2x. Und da wird dann, weil jetzt ja einfach Delta steht, 0 eingesetzt. Das heißt, ich habe jetzt minus 2 mal e hoch 2 mal 0, also kommt hier minus 2 raus. Hier sehen Sie also an einem Beispiel, wie man durch diesen, wenn Sie so wollen, Analogieschluss Dinge wie Differenzieren auf Distributionen übertragen kann. Und so kann man auch eine ganze Reihe von anderen Dingen, wenn man vorsichtig ist und das richtig macht, auf Distributionen übertragen und sie in vielerlei Hinsicht wie Funktionen behandeln. Gewisse Dinge werden aber nie gehen. Eine Sache, die auf keinen Fall geht, ist das, was Funktionen eigentlich machen sollen, Funktionswerte haben. Das wird eine Distribution nie können. Und es gibt noch eine andere Sache, die schon Schwarz bewiesen hat. Man kann zum Beispiel auch im Allgemeinen Funktionen nicht miteinander multiplizieren.